einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Ja, weil ihr da auch denkt, er ist cool. So, also spätestens jetzt hätte man hier wohl nichts mehr verheimlichen können, Thema Umzug, wa? Es ist einfach heftig, wie das hier schon abgeht. Matthias und ich waren gestern ultra fleißig, wir haben ja gestern nicht gefilmt. Ich brauche immer so einen Tag, wo ich so ungeschminkt sein kann und einfach so flodderig sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Hier, er hat jetzt einen neuen Topf bekommen mit 60 Liter neuen... Ich krieg morgen eine Spritze. Heute. Nein. Maris kriegt heute eine Impfung. Ja? Gibt es da McDonalds? Burger King weiß ich, dass es das da gibt. Na, ist egal. Du gehst jetzt erstmal in die Kita. So. Ich will aber ein Spielzeug als Belohnung. Wir sind schon angezogen. Ich nehme sie heute mal mit zum Nagelstudio. Ich habe es richtig nötig. Guckt euch das mal an, bitte. Wie weit die rausgewachsen sind, richtig übel. Ich komme auch mit. Ich gehe heute nicht in die Kita. So, achso, du hast gerade deine Maniküre schon bekommen. Mini Motti Lotti werde ich jetzt auch mal ein bisschen auf die Krabbeldecke legen, damit ich ganz kurz was frühstücken kann. Papa fährt dich jetzt erstmal zur Kita, ne? Und danach bringt mich Papa wieder weg und wir fahren nicht zur Spritze, nämlich morgen. Guten Morgen, Mara. Ja. Und das nennt sich Hose ausziehen. Umzugsupdate gibt's jetzt, Leute. Wir haben es jetzt so 18.33 Uhr und ich habe die ganze Zeit nicht mehr gefilmt, weil ich war beim Nagelstudio, das hatte ich euch ja vorhin schon erzählt. Und wir haben den kompletten Dachboden empty. Richtig geil. Bin so stolz auf uns. Aber ich fühle mich trotzdem immer noch schlecht. Im Sinne von, ich habe halt noch zu viel zu tun. Es stehen ja auch noch in den nächsten Tagen Events an, wo man hin muss. Wo einfach keine Zeit dafür bleibt oder ist. Ne? Das darf man einfach nicht mit vergessen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das alles so richtig zu timen, dass es auch wirklich alles passt. Ich zeige euch jetzt aber ganz kurz mal, wie jetzt hier der Stand der Dinge aussieht. Und ihr guckt mal. Und zwar fangen wir schon mal hier an. Matthias hat seine komplette... mit einer Spinne drauf. Ja, mit seiner kompletten... Naja, seine Musiksachen sind abgebaut, ne? Da passt noch was rein, hier passt noch was rein, den muss ich sortieren. Was hast du los? Was ist los? Ach so, den kann ich zumachen. Dann habe ich hier schon oben alles abgeräumt. Hier unten ist auch schon leer, die sind leer, kann ich noch alle benutzen. Sind ordentlich viele. Das muss auch mal sortiert werden. Wie gesagt, der komplette Dachboden ist leer. Da steht jetzt alles hier schon sortiert. Hier habe ich Leerkartons. Dahinter sind Weihnachtssachen. Ja. Was soll ich sagen, ne? Das Einzige, was ich jetzt hier noch sortieren muss, ist einmal der hier, aber der ist ja fast leer. Und der hier unten. Das muss ich auch nochmal sortieren. Ansonsten ist hier... Was? Matthias, was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Könnt ihr mal alle Matthias sagen, was er für ein Klopskopf ist, wenn er ständig hier volle Flaschen stellt? Kotzt mich richtig an, Matthias, ja? Klopskopf. Ja, hier ist noch Platz, hier können wir noch Sachen hinstellen. Aber dazu muss ich erstmal das sortieren. Bei Maris hat sich jetzt noch nicht so viel getan, hier muss noch aufgeräumt werden. Da hinten sind seine ersten drei Kartons. Aber ich würde sagen, lasst uns nicht drüber sprechen. Wie gesagt, oben ist alles sauber. Die Kiste ist eine Erinnerungskiste mit Dingen, die wahrscheinlich wieder auf den Dachboden kommen. Ich zeige euch mal unten. Stimmt, das habe ich euch ja auch noch nicht gezeigt, weil gestern war ja Sonntag, da habe ich ja nicht gefilmt. Da kann ich euch ja auch zeigen. Hier. Weihnachten, Malus. Das auch alles. Zeige ich euch mal. Meinst du, ich kann mein Augenlid desinfizieren? Nur mit Augentropfen, wenn überhaupt. Nee, von wie außen. Ihr schon seht. Einfach mit Spray. Meinst du, ich kann das jetzt einfach aufsprühen? Nein! Warum nicht? Ja, wie man sieht, hier ist schon alles leer. Das ist alles komplett sortiert und leer. Das hier hinten auch. Und den Schrank hättest du auch schon angefangen, ne? Oder?
Machst du dich jetzt blind? Oh. Das tut so weh. Alter, das brennt wie Scheiße. Oh mein Gott. Ich wollte es nicht sagen. Ey, das brennt richtig, ne? Ja. Mhm. Warum machst du denn das? Weil es sich anfühlt, als ob da Bakterien drauf sind. Also, weil ich das ja gerade gestoßen habe. Und ich habe da reingefasst wie eine Blöde. Also hast du die Tasche vor das Gesicht gekloppt? Ja, ich mache einfach weiter. Ja, ist sogar dreckig. Aber so ein bisschen jucken. Du bist ein komischer Mensch. Ja, geil, jetzt ist wenigstens sauber. Ja, ja, wie man sieht, hier ist auch alles leer, alles. Die schläft einfach nur noch krass, ne? Dein Bett scheint magisch zu sein. Mein Auge brennt wie Feuer. Ja, ja, komm, wir machen das Leinen aus. Komm, wir müssen. Es wird, Leute. Jetzt darf ich keinen Muffin, oder? Nee, das werden ja angefasst. Nein, natürlich darfst du, Mara. Mach es. Warum ist denn jetzt schon wieder die Tür hier rangegangen? Wartet mal. Papa hat auch gesagt, dass ich halt liebe. Ja. Ach, das war die Tasche, okay. Was? Ja, natürlich kriegst du die. Weil ich hab dir geglaubt, weil ich denke nicht, dass sie gefüttert sind. Ja. Ich zeig euch auch mal draußen und zwar. Leute, soll ich euch die. Guck mal, Hunde denkt, Marlin, die sind giftig. Guck. Nur eins. Nur hier. Aber Hase, du solltest du hier machen. Oh. Ja. Das hier ist alles Müll. Das lasse ich alles wieder abholen und abtransportieren. Kommt alles weg. Ja, das nehmen wir alles mit. Hier nehmen wir alles mit, bis auf das Catcar. Das wird ein bisschen später hier abgeholt. Das hier ist auch alles Müll, Pappemüll. Ja, genau. Und ich will eigentlich die Müllecke noch größer haben, im Sinne von, ich will nichts mitnehmen. Ja, Urlaub machen wäre auch geil, ne? Ja, jetzt müssen wir erstmal einen Umzug machen. Also. Ja. So. Aber wo ist denn der Schlüssel? In der V-Klasse? Okay. Ja. Also. Was ist denn das für eine flaschige Dinger? Ja, keine Ahnung. Hallo Baby, hallo Mauti. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt immer nach Hause gehen, dann nehme ich so eine Dings mit. Papa. Matthias macht sich jetzt gerade was zu essen. Mara ist gar nicht zu Hause, die ist an einem See mit ihren Klassenkameraden. Es ist von Mama. Papa hat schon gesagt, wenn ich wieder abgeholt werde, dann kann ich ein paar Bären mitnehmen. Mara geht bestimmt mit dir auch nochmal rüber. Wann? Heute Morgen? Ja. Aber wenn ich abgeholt bin, dann kann ich ja auch welche. Ja. Maris hat gerade Thema Vogelbären. Ich habe ihm gezeigt, dass diese lilanen Bären mit der roten die Flüssigkeit. Die sind auch bei uns! In der Kita! Ja? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, die hängen da irgendwo. Damit habe ich ja früher als Kind gespielt, immer so gematscht mit Zeit. Mit. Hecken. Mit Blätter drin und so. Na? Ist kaputt gegangen? Ja, ist nicht schlimm. Ich habe Angst, dass die Katze sich erhängt, deswegen muss ich hier zumachen. Ja, natürlich. So. Ich hoffe, ich kriege Muffin. Und wenn nicht, dann kriege ich einen von dir, weil ich mir mag auch Zitronen-Nuggets. Ich meinte. Erzähl mal den Leuten, wo du heute warst. Mit Malen bei einem. Nee. Schalt mal den Lauf aus. Bei der Spritze. Ja. Schneller sein. Und war schlimm? Ja, hat ein bisschen gedrückt. Und was hast du bekommen dafür, dass du so tapfer warst? Zwei Brezeln. Ja, und was hast du von mir bekommen? Burger King. Hm. So, ich werde mich jetzt mal um die kleine Motte kümmern, weil es ist 19 Uhr. Ein bisschen sehr lange jetzt hier für den Mittagsschlaf. Nicht eine zweite aufmachen, das ist blöd, Maras. Mama, mein zweites ist ein Auto. Ja, aber keine die Mara zu Schule. Okay, dann hole ich jetzt meine. Nein, du kannst den Dings trinken. Was? Nicht das trinken, was Mara für Schule braucht. Das ist blöd. Mama.
Ach so. Geh. Hier. Lauf. Hm? Auflaufen. Ich bin so müde. Einfach schlafen. Mama, ja. Ich darf wieder mitteilen, oder? Ja, klar. Wann will denn Marlene mal hier anfangen? Weiß ich nicht. Ich hätte mich auch für Zucker, so Schokostückchen entschieden. Aber da, guck mal, mit den beiden sind mehr zu essen. Ja, zu essen. Die waren nur ganz klein. Matthias ist sich schon am Vorbereiten. Finde ich richtig gut, dass der immer ewig lange, wochenlang schon vorher sich vorbereitet. Weil er ganz genau weiß, dass wir als Familie extrem hohe Ansprüche haben. Aber ich, also wir wollen ja, das ist ja mein Ziel, einen Führerschein zu machen für Campen und sowas. Und da ist natürlich Strom ein ganz großes Thema. Wir sind alle total stromverseucht. Wir brauchen alle Strom, Strom, Strom. Und Matthias hat uns jetzt eine kleine, aber feine Powerbank besorgt. Ich zeige euch erstmal, worum es jetzt hier geht. Und zwar geht es um dieses kleine Kästchen. Man sieht schon, da unten sind USB-Anschlüsse. Oh! Und hinten der Obergau. Man hat Steckdosen. Also das ist das Teil halt. Du kannst hier halt USB-C anschließen. Dann hast du hier noch normal, drei normale USB-Anschlüsse. Du kannst laden ohne Ende. Ja? Mhm. Hier gehen raus bis 100 Watt. Okay. Warum ich das haben wollte, ist halt, du kannst damit unterwegs dein Notebook anschließen und stundenlang rendern. Was ich ganz gut finde, ist, dass es hier so gummiert ist, kann nicht rutschen. Genau, also es wiegt halt ein bisschen, was ist aber immer noch portabel. Dazu zeigen wir auch gleich noch, gibt es ein Solarpanel. Ach ja, Leute, genau. Ihr könnt das Ding quasi einfach in die Sonne legen, diesen Solarpanel, zeigen wir euch gleich mal. Und dann lädt sich die Powerbank alleine wieder auf. So, hier hinten richtig gut. Kurz. Hier hast du jetzt die Anschlüsse für die Solar zum Laden. Hier mit einem normalen Riesenstecker, hier, wie heißen die? Kaltstecker. Kaltstecker, genau. Das Ding lädt dann mit, keine Ahnung, in einer Stunde oder so, ist es komplett, also 800 Watt zieht er darüber, wenn du es schnell aufladen willst. Okay. Mhm. Hier dann halt eine Ladebuchse, also hier kannst du sogar dann, kannst du Zigarettenanzünder, was auch immer. Was auch immer, aber zum Laden. Ja. Also nicht für das Gerät zum Laden, sondern gibt es dann auch noch dabei, habe ich jetzt oben gelassen, kannst du hier drüber auch noch so ein Pinuppel anschließen, dann kannst du das auch im Auto laden. So, ich schließe jetzt einfach mal kurz einmal an das Ding, ja. Und ich will mich mal gucken, weil das Teil kann halt bis zu 2000 Watt, wie ich gelesen habe, oder 1000 Watt, dann schlag mich jetzt da auch nicht fest. Aber guck mal, das Ding ist jetzt einfach angeschlossen und ich wollte jetzt nur mal gucken, ob der auch eine Klimaanlage, ich weiß nicht, wie viel Watt die zieht, das ist auf jeden Fall. Guck mal, an der Seite steht das schon drauf da. Aber es geht. Und hier kannst du jetzt mal sehen, wie viel Watt der jetzt zieht. 650 Watt. 650 Watt zieht der gerade darüber. Jetzt pass auf, jetzt wollte ich hier nochmal füllen. Keine Ahnung, was der Föhn zieht. Und das ist halt so krass, also das Ding, du kannst halt damit, es gibt viele, die sowas versprechen, ja. Und das Ding macht einfach jetzt auch nochmal einen Föhn an. Guck mal, wie viel Watt zieht der jetzt? 1063 Watt, natürlich kannst du das jetzt nicht stundenlang machen, aber du kannst quasi alles mit befreien. Ich meine, wie geil ist das denn? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist heftig, ja. Kann man ja auch so einen portablen Kocher oder sowas dann noch mit damit betreiben, richtig? Ja, das ist richtig? Jetzt nicht so, dass ich, also darüber, also es ist halt für einen Notfall. Du kannst jetzt hier ganz normale Gerät anschließen, aber die auch richtig Kraft ziehen. Also du kannst auch mal einen Wasserkocher ranmachen. Mhm, ja? Mhm. Ich weiß nicht, was ein Wasserkocher, lass es testen. Ich hole mal kurz Wasserkocher. 2500 bis 3000 Watt. Okay, das ist mehr als das Ding kann eigentlich. Ich bin mal jetzt gespannt. Wieso soll denn das dann können? Na, probieren. So. Stell mal drauf. Was sollen wir anmachen? Er macht es trotzdem. Warte mal. 1800 Watt zieht er jetzt raus gerade. Guck mal, jetzt hast du schon hier. Ja, guck mal. Jetzt fängt das Ding an zu lüften, weil er jetzt halt richtig viel Energie rauszieht. Ja, aber er macht es trotzdem. Ja. 1800 Watt. Sieht der gerade raus. Jetzt haben wir mal das Handy geholt, weil Matthias euch noch die App zeigen wollte. Genau, ich habe jetzt hier nochmal angeschlossen. Und ihr seht da hier schon. Also hier seht ihr was Eingang, also wenn man jetzt laden würde, was reingeht. Und hier seht ihr, was halt jetzt rausgeht.
Das sind gerade 600 Watt. Ihr seht auch die ganzen anderen Sachen. Also hier ist quasi dieses Wechselstrom, nennt sich das, wo man die normalen Steckdosen anschließen kann. Und hier unten sind halt die USB-Dinger. Das ist halt mega. Also ich würde es wirklich benutzen unterwegs. Du bist zum Beispiel den ganzen Abend draußen, bist irgendwie am Wasser oder was auch immer und kannst dann da theoretisch mit dem Notebook deine Filme rendern. Einfach über USB-C vorne ran oder über Steckdose Abfahrt. So, ich zeige euch gleich nochmal das richtig geile Ding. Wartet mal kurz. So, das ist jetzt hier das Solarpanel. Ich würde das jetzt einmal kurz draußen aufbauen. Ja. Und das soll einfach zeigen, wie geil das kommt. Du musst natürlich die Sonne scheinen. Los, komm, lass mal testen. Okay, wir testen mal. Ich mache euch draußen wieder an, weil ich komme nicht hoch sonst. Das ist quasi das Ding. Normalerweise wird es so hochkant hingestellt, in einem bestimmten Winkel. Dafür nimmst du das Teil hier. Ich zeig's mal kurz. Die Tasche? Das ist ja die Transporttasche, ne? Genau, da ist nämlich noch eine Platte hin drin. Das heißt, du legst es dann hier so hin. Kannst es dann mit Haken hier einhängen. Ah, okay, verstehe. Mhm. Und dann ist das quasi so und dann steht das hier wie so ein Ständer. Mhm. Legst du jetzt mal hin, weil das reicht. So, dann lass uns mal hier. Einfach nur hier. Das ist das quasi, wird dann einmal mit zwei Kabel angeschlossen. Und das Ding kommt dann einfach nur hier hin rein. Hier unten. Hier. Sehr easy. Das war's. Und jetzt gucken wir mal. Ich muss das schon zeigen. So, 140 Watt lädt er gerade rein. So, wie man jetzt hier sieht, null Ausgang, weil wir haben ja gerade nichts angeschlossen. Eingang 139 Watt. Und das ist jetzt quasi das geschlossene System, was sich selber auflädt? Kostenlos, genau. Wir kriegen jetzt so kostenlos 139 Watt. Das heißt, wenn wir jetzt 3,5 Stunden, 4 Stunden fast Sonne haben, ist das Ding wieder vollgeladen. Was man ja davon ausgehen sollte im Sommerurlaub, ne? Ich meine, das ist einfach perfekt. Du bist irgendwo unterwegs, knallst das Ding einfach irgendwo an und dann lässt es einfach laden oder beim Campen oder so. Und das ist ja so unser Ziel jetzt, dass wir so ein bisschen rumreisen. Und das ist quasi unsere perfekte Powerbank einfach für unterwegs. Als Familie? Wenn es wirklich mal brennt, kannst du da einfach einen scheiß Föhn anschließen. Ja. Finde ich als Familie wirklich Gold wert, so ein Ding. Maras zum Beispiel, der lädt sein iPad unglaublich viel. iPads, gut. Aber wenn man so ein Hoshi-Ding da dran aufladen kann, beziehungsweise benutzen kann, braucht man nicht über ein iPad reden, weil das ist ja dann Kleinkram. 1800 Watt, ich glaube 2200 Watt kann das Ding kurzzeitig, also über eine kurze Distanz. Was? Kannst du dann auch deine Kaffeemaschine darüber betreiben? Natürlich. Oha, das ist also, ja krass. Würde, ich ja, ja, ich weiß. Aber wenn du mal Strom brauchst für irgendwas, was, ich habe keine Ahnung da. Das ist ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann schon eher so ein Notstromaggregat. Aggregat, ja? Wie heißt denn das? Aggregat. Aggregat? Was? Aggregat? Ja, was lustig, dass da drin ist. Aha. Kann man okay, das Getränk auch anschließen? Ja, der. Weiß ich nicht, wenn er nicht, zweit. Also, ja, du kannst den Kühlschrank anschließen, der zieht jetzt, sage ich jetzt mal, 1800 Watt. Dann hast du keine Ahnung, kannst du eine Stunde mit dem Ding da den Kühlschrank betreiben. Wow. Aber darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, dass man es kann. Theoretisch kannst du auch mal eine Kreissäge, also. Ja, ja, für mal kurz. Oder so mal kurz anschließen. Oder einen Akkubohrer. Verstehe ich. Die Geister des gehst irgendwo hin, da hast du gar keinen Strom, kannst aber da schon mal löchern mit dem Bohrhammer. Ja. Wir benutzen das so definitiv für unsere Notebooks, für unsere iPads und du kannst damit alles wochenlang laden wahrscheinlich. Plus, ja, stellst es nachher rein. Ich bin echt übel geflasht. Also ich finde das mega, weil du stehst hier draußen, das Ding lädt jetzt gerade 140 Watt rein, einfach so und es kostet uns nichts. Ja, zeig mal, kannst du es irgendwie sehen? Wie fällt hier noch im Schatten? Guck mal. 100, wie viel zeigt er das? Ich glaube, das zeigt, Hat er auch nur 100, 105 Watt. Ach so, weil ich da eine Hand drauf habe? Hm. Tatsächlich, jetzt geht er höher. 135 Watt. 102 Watt, ja? Okay. Also 135 Watt macht er jetzt locker einfach so. Du kannst einfach das Ding hier stehen lassen und laden. Und einfach aufladen lassen. Das ist schon eine krasse Geschichte. Wenn euch sowas mal interessiert für alle Camper oder, ich verlinke euch das alles unten in der Infobox. Aber ich muss klar sein, dass man das nicht für 50 Euro bekommt. Ja, das ist ja klar. Das ist ja, das ist eine Maschine. Das ist ja heftig, das Ding. Also es ist wirklich übergeil. Also ich bin richtig geflasht. Ja, wir haben es jetzt sogar schon mehrmals benutzt. Das ist schon heftig. So, ich kümmere mich jetzt mal um die Kinder. Leute, eigentlich wollte ich euch das erst morgen erzählen. Ach, ich erzähle es euch. Sprachfehler. Ich erzähle es euch erst morgen, weil das ist jetzt too much. Ich habe euch ja jetzt schon heute unser Umzugsupdate gezeigt. Es geht jetzt hier knallhart auf hart, ich sag euch das. Hier passieren wirklich jeden Tag so viele Dinge und Informationsfluss, oder Matthias? Mhm.
Das ist zurzeit wirklich echt heftig anstrengend. So, Eheregister. Ich muss jetzt hier mal ein paar Sachen raussuchen, weil ich gleich einen Termin habe. Das muss ich jetzt ganz schnell fertig machen. Und dann muss ich auch schon wieder los. Und es geht schon wieder los. Das muss ich jetzt alles schnell fertig machen. Ach, das war's schon. Gesundheit, mein Schatz. Und ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Vlog. Wünsche euch allen einen schönen Abend. So, ich muss jetzt ganz schnell handeln. Ich habe gerade ganz spontan einen Termin bekommen. Und das freut mich gerade so unglaublich, weil mich das schon mich echt... Freut das auch richtig. Dass ich jetzt einen Termin habe? Nee, alles. So, ich warte jetzt auch noch auf eine Vollmacht. Terminbestätigung, die lag ja hier irgendwo, aber ich glaube, die kann ich mir sonst auch ausdrucken. Nee, den Mietvertrag sollte ich mitnehmen, ne? Boah. Das habe ich doch noch nie gehabt, so eine Probleme. Nee, weil es ja vorher den ganzen Tag lief. Jetzt schaltet sich doch mit Torben ab, das heißt, er spart Strom. Nee, das finde ich nicht okay. Das ist okay. Strom sparen! Wofür Strom sparen? Wir brauchen nicht sparen! Das, ja, zeigt nichts weiter zu. Was brauche ich jetzt? Mietvertrag, ne? Vollmacht, da ist es schon. Ja, also ich würde sagen, ich fange dann jetzt auch gleich den neuen Vlog an, damit ihr dann alles schon seht und ich den neuen Vlog anfangen kann. Ne? Das ist das hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne, was wünsche ich euch? Einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Bei uns geht es hier wirklich jeden Tag knallhart. Deswegen filme ich auch gerade wieder so wenig, weil ich einfach wirklich nonstop Informationen bekomme, verarbeiten muss, verwerten muss, Handlungen ziehen muss, Termine machen muss, Telefonate führe. Ganz übel, Alter. Ganz übel wird das Ding. Ist okay bei dir? Ich feiere das einfach so. Was wenn ich auch schon einfach schon erzählen könnte, was schon passiert ist und was noch passieren wird. Ich feiere das so sehr. Ich feiere das. Heiratsurkunde, Vollmacht, Terminbestätigung, Mietvertrag. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Ich glaube, ich nehme deinen Personalausweis dann auch noch mit, ja? La 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 la. Was? Weihnachtslied. Sicher? Ja. Hier, Matthias, das musst du ausfüllen. Vollmacht, damit du jetzt nicht mitkommen musst. Speichern? Ich will es einfach drucken. So. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Hadi Tschüss.